Ich bin in meinem Leben so oft auf die Schnauze gefallen, hab Tiefschläge erlitten und sie ausgehalten. Von unten bis oben hab ich alles gesehen, denn es ist schwer der Versuchung nicht in die Falle zu gehen. Ich kenne alle Extreme und oft war alles zu spät, hatte mich selbst nicht im Griff, hab alles pralle erlebt. Das alles machte mich zu dem, was ich bin. Das ewige Kind, stehe schon ewig im Gegenwind. Doch ich brauchte das, hab oft nicht aufgepasst, hätte oft weinen können und hab trotzdem laut gelacht. Denn das gehört zum Leben dazu, brach nahezu jedes Tabu, ich hab mein Leben verflucht. Hab keine Perspektive gesehen, zum Glück haben meine Crew und meine Familie mir Liebe gegeben, weil sie mich verstehen. Und ich hab mich oft gefragt, ob ich es wert bin. Hab so viel Chancen gekriegt, doch ich konnte sie nicht verwerten. Hab so viel Scheiße gebaut, alle haben weiter geglaubt, dass ich die Kurve noch krieg. Ich hab sie meistens enttäuscht, doch jetzt weiß ich, dass es weitergeht. Alles ist eitel und lebt, denn ich bin wieder frei und das Leben ist gut. Bis ich 39 werde, schreibe ich auf jeden mein Buch. Ich hab immer noch das Mic und ich hab meine Gefährten. Um glücklich zu sein, brauch ich weder Steine noch Scheine zu werfen. Denn ich bin wieder frei und das Leben ist gut. Bis ich 39 werde, schreibe ich auf jeden mein Buch. Ich hab immer noch das Mic und ich hab meine Gefährten. Um glücklich zu sein, brauch ich weder Steine noch Scheine zu werfen. Und ich hätte es früher peilen können, doch es ist wie es ist. Man denkt, man ist jung und unfickbar und dann ist man gefickt. Und aufwachen ist schwer, ist man immer betäubt. Da hilft kein Fingerzeig, ein Schlag in die Fresse ist, was man braucht. Und ich sage dir, den kriegst du garantiert, vom Doktor oder Kontoauszug attestiert. Auf die eine oder andere Weise merkst du, es war zu viel von der ganzen Scheiße. Und ich hatte das Glück, dass ich Rückhalt hab. Nach jedem Schicksalsschlag immer noch Stift und Blatt. So viel Sachen verkackt, so viel Dummes getan. Denn ich war jung und im Wahn, mit ner Lunge voll Gras. Ich weiß, ich hab es jahrelang so hart übertrieben. Und jetzt fang ich an, es gerade zu biegen. Dieses Gefühl hab ich lang nicht gekannt. Mein Leben fühlt sich wieder richtig an. Denn ich bin wieder frei und das Leben ist gut. Bis ich 39 werde, schreibe ich auf jeden mein Buch. Ich hab immer noch das Mic und ich hab meine Gefährten. Um glücklich zu sein, brauch ich weder Steine noch Scheine zu werfen. Denn ich bin wieder frei und das Leben ist gut. Bis ich 39 werde, schreibe ich auf jeden mein Buch. Ich hab immer noch das Mic und ich hab meine Gefährten. Um glücklich zu sein, brauch ich weder Steine noch Scheine zu werfen.